Jardim Irene ist eine der ärmsten und gefährlichsten Favelas in Sao Paulo. Viele der hier lebenden benachteiligten Kinder teilen ein und denselben Traum, den Traum vom Profifußballer. Cafu, brasilianisches Fußballidol und Weltmeister von 94 und 2002, hat hier eine Stiftung ins Leben gerufen, die den einheimischen Nachwuchskickern auf dem Weg helfen soll. Es geht aber um mehr als ausschließlich um Fußball. Die soziale Integration ist zu 100% das Ziel dieser Stiftung. Wir wollen den Kindern ermöglichen, sich in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen die gleichen Chancen bieten zu können, damit sie die Möglichkeit haben, ihre Leistungen und Intelligenz entwickeln zu können. Die Stiftung strebt an, die soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen des Stadtviertels Jardim Irene im Süden der Millionenstadt Sao Paulo zu überwinden. Cafu hat seine Kindheit und seine Jugend in diesem Viertel verbracht. Die Stiftung soll Mut und Hoffnung machen, dass Veränderungen möglich sind. Jedes Jahr werden 750 Kinder gefördert, damit sie das tun können, was sie lieben, nämlich Fußball spielen. Ich liebe Fußball. Wenn ich nicht die Chance hätte, Fußball spielen zu können, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Ich will unbedingt Fußballprofi werden. Ich komme hierher, um ein bisschen zu spielen. Der Fußball. Die Kinder kommen hauptsächlich deswegen hierher, aber nicht ausschließlich. Da der überwiegenden Mehrheit die große Karriere als Profifußballer verwehrt bleibt, spielt die Bildung bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Umsonst können die Nachwuchshoffnungen zum Beispiel Computerkurse belegen, denn Bildung gewährleistet ihnen eine größere Chance auf eine bessere Zukunft und eine größere Chance, der Favela eines Tages zu entkommen.